Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Mini Minecraft Survival. So, ja. Okay, im letzten Part haben wir ja, viel gemacht, wir sind viel gestorben. Und ja, ich habe natürlich mal wieder es voll verpeilt, also so richtig verpeilt, ja, kennt man ja von mir. Hier sind Knochen und natürlich, ganz klar, habt ihr absolut recht, kann man Knochenmehl machen und sich dadurch Weizen besorgen, ja, beziehungsweise eben Gras und so. Klar, natürlich hätte ich mal wieder überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe mir nur so gedacht, ja, vielleicht kommen wir da irgendwann ran. War da so drauf fixiert, ja, und habe das natürlich mal wieder voll verpeilt. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Ihr erinnert mich dann ja immer an sowas. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt auch gleich mal, dass wir vielleicht ein kleines Feld schon mal anlegen. Ja, und auch mit den Monstern da unten müssen wir noch mal schauen. Guck mal, da ist alles voll, weil ich da jetzt kein Licht gemacht habe. Und wir haben ja nun auch noch nicht wirklich eine Rüstung. Das macht das Ganze sehr problematisch. Und wir können uns auch gar keine Rüstung machen. Ui. Ja, jetzt aber was drin haben hier, samenmäßig, ne? Ja. Okay. Ja, also, wie gesagt, gucken wir gleich mal nach den Monstern noch, wie wir das irgendwie hinbekommen. Denn ohne Rüstung ist es schwierig und eine Rüstung machen können wir uns noch nicht. Wir haben nichts, um eine Rüstung zu machen. Und uns bleibt ja eigentlich nur die Dingsrüstung übrig, die Lederrüstung. Leder. Ich meine natürlich Eisen. Ich bin völlig... Heute bin ich noch mehr daneben wie sonst, also nicht wundern. Eieiei. So, okay. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Ganz ehrlich, zu konzentrieren. Ich hätte gerne, wirklich, wirklich gerne ein bisschen Weizen. Und ich hätte gerne Wolle. Also ich hoffe, dass da unten irgendwo ein Schaf bei ist. Was natürlich noch toll wäre, wäre, wenn ein... Na, ein Skelett vielleicht, wenn wir Glück haben. Einen Bogentrop, da können wir uns von der Ferne ein bisschen besser wehren. Das fände ich gar nicht so schlecht. Jetzt machen wir uns erstmal eine Hacke, würde ich sagen. Und pflanzen schon mal ein bisschen was an. Und dann kümmern wir uns um die Monster da unten. Denn die sind ja nun auch sehr, sehr wichtig für uns. Okay, also... Was wir nicht haben, ist Wasser. Das finde ich jetzt gerade nicht so schlimm. Yay! Oh. Gut. Jetzt haben wir ja noch 4 Knochenmehl. Die würde ich jetzt erstmal lassen. So dringend brauchen wir kein Essen. Obwohl... wir können... Milch haben wir von der Kuh noch. Das ist gut. Mach das hier mal weg. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo mal aus den Bäumen noch ein Apfel rausfällt. Das haben wir mal weg hier. Ansonsten, wie gesagt, Gammelfleisch und dann einen Eimer Milch drauf. Das ist ja auch wunderbar. So. Zack. Na, Elfriede, alles gut? Ja, okay. So, da stellen wir gleich wieder einen Baum hin, ne? Und dann gucken wir mal. Jetzt machen wir erstmal die Taschen leer. Kobbel mache ich jetzt mal da rein. Da haben wir Andesit. Ja, Diori packe ich jetzt auch erstmal weg. Brauchen wir gerade nicht. Blümchen brauchen wir nicht. Fackeln sollten wir vielleicht ein paar machen und mitnehmen. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt da unten. Erstmal, bis wir denn soweit sind, da erstmal Licht zu machen. Ach, das ist die Kuh, die da oben dran macht. Ich wollte schon sagen, jetzt kommen die Monster hier schon die Leitern bis ganz nach oben. Das wäre ja echt gruselig. So. Ja.
Gut, versuchen wir es nochmal. Okay. Skelett-Zombies. Skelett schießt natürlich jetzt schon. Okay, trifft mich aber vielleicht nicht, wenn ich Glück habe. Oh, ich gehe drauf. Oh, wenn der mich trifft, bin ich weg. Das gibt's doch nicht. Okay. Moment. Da kommt ein Zombie! Und die Kuh zertrampelt meine Felder. Ich meine, hallo? Geht's noch? Oh, Leute! Die kommen da echt hoch. Also, wir müssen da echt was gegen machen. Das ist unglaublich, ey. Die sind voll fies. Dabei, also ich habe den Schwierigkeitsgrad auf normal. Ich spiele ja normalerweise einfach. Also, wegen mir brauche ich ja keine Monster, ja? Also, ich bin ja eigentlich so ein keine Monster-Typ. Oh, jetzt ist da ein Creeper. Okay, passt auf. Den haben wir doch auch ganz gut weggekriegt. Der hat zwar auch viel kaputt gemacht, aber. Oh, der hat unsere Sachen alle kaputt gemacht, ne? Oh, ja, hasse Creeper. Ganz, ganz doll hasse ich sie. Okay, jetzt ist unser ganzes Zeug weg. Okay. Das heißt, nach oben. Neues Zeug machen, wenn ich denn nach oben kommen würde. Ich fülle da einfach mal auf. So. Der hat alles kaputt gemacht. Das kommt, weil ich hier Mob-Creeping anhabe. Ich sollte das vielleicht ausschalten, dass uns die Creeper nicht alles zerbomben. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Aber wir haben nämlich, soweit genau, ist das auf normal. Das war so eingestellt und ich habe mir gedacht, warum, ich lasse das mal auf normal. Ne? Das wird schon passen. Darf ja ruhig auch mal ein bisschen schwerer sein. Finde ich auch völlig in Ordnung. Habe ich gar kein Problem mit, dass das Ganze jetzt hier ein bisschen knackiger ist. Aber dass die Treppen hochgelatscht kommen, finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Also die Leitern. Mit Treppen ja sowieso. So, dann machen wir uns jetzt erstmal nochmal wieder ein Steinschwert. Yay! Dann machen wir uns noch eine Hacke. Jetzt habe ich da unten kein Licht verteilt, weil ich keine Fackeln mehr hatte. Das ist natürlich auch toll. Wir sollten da jetzt sofort wieder runter. Und zwar nur mit dem bisschen Zeug, was wir jetzt dabei haben. In der Hoffnung, dass hier kein Monster aufgetaucht ist. Und dann machen wir es hier unten erstmal hell. Ganz wichtig. So. Dass hier erstmal nichts mehr spawnt, ne? Weil da habe ich jetzt gerade wirklich so gar keine Lust zu. Wir machen das jetzt ruckzuck hier fertig mit der. Yay, wir haben wieder einen Block hinzubekommen. Mit der Monsterfalle, würde ich sagen. Ja, wir hatten ja gesagt. Hatten wir gesagt, wir gehen noch tiefer? Ich glaube nicht wirklich, oder? Ich weiß nicht, ob wir noch wirklich viel tiefer sollten. Hier ist ja die Wand, ne? Die wir gesagt haben, die wir da hinbauen. Und da war auch die Wand. Hier. Genau. Okay, nee, wir buddeln das jetzt einfach aus. Wir gucken mal, was wir noch an Eisen finden. Und machen hier jetzt eine schöne Dings draus, eine schöne Monsterfarm draus und gucken, dass wir Spinnen bekommen. Und dann schauen wir mal. Also am Ende läuft es dann so, dass die Monster halt einfach nur Fallschaden bekommen. Ne? Und halt unten aufklatschen. Und die Items, die dann droppen, ja, entweder sammeln wir sie ein oder sie gehen verloren. Das finde ich jetzt im Moment alles noch gar nicht so mega wichtig, dass wir da alles einsammeln können. Fallschaden sollte ich jetzt hier auch gar nichts bekommen, weil wenn ich mir wehtue. Ich bin schon halb tot. Ja, ist das nicht so toll. So. Okay.
Ja, die Frage ist jetzt tatsächlich, wie wir da hier vorgehen. Wasser haben wir ja nun keins. Das ist so ein bisschen das, was das Ganze ein wenig schwieriger macht, weil durch das fehlende Wasser muss ich ja eben diese Spawn-Dinger machen, wo die drauf spawnen können und dann runterfallen. Also ich hoffe, dass sie dann runterfallen. Das kriegen wir schon alles hin. So, jetzt müssten wir eigentlich erstmal wieder weiter nach oben, um diese eine Wand glatt zu bekommen. War das noch eins weiter raus? Nein. Gut, dann machen wir hier. Wird die Wand dann, ist dann der Abschluss quasi. Wir machen das auch nicht breiter. Wir lassen das tatsächlich dann in dieser, also in dieser Breite. Haben wir fünf, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Das reicht völlig aus, wenn die auf so kleinen Spawn-Plattformen sind. Denn so groß ist die Welt ja nun auch nicht, ne? Dass die woanders spawnen könnten. Großartig. Denn um zu scheinen die ja nicht zu spawnen, sondern nur hier drinne. Ja. Wir könnten ja auch, wenn wir schon hier oben rumkraxeln, wenn wir die Wände fertig haben, könnte man gleich die Plattform mit reinmachen. Das spawnen dann vielleicht sogar Monster, wenn wir nicht hier sind. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Müssten wir da eben nur das Licht auch schon mit wegnehmen, ne? Das ist nicht so einfach. So, jetzt muss ich da erstmal wieder runter. Alles einsammeln, denn das Zeug brauchen wir auf jeden Fall. So. Aber Eisen gibt es nirgends. Das habe ich jetzt keins mehr gesehen. Ja, hier hatten wir Licht, das ist gut. Das ist hervorragend. Habe ich irgendwo Diorit rausgeholt? Nein. Muss mal eben schauen, ob wir da irgendwie schon ein bisschen was zu essen bekommen können. Also einen Apfel oder sowas. Hier sind schon wieder Bäume gewachsen. Da ist noch nichts gewachsen. Ein Apfel, yay! Ich muss noch eine Axt machen. Ich habe gar keine Axt mehr. So, eine Axt. Dann kann ich auch noch gleich eine Spitzhacke mitmachen. Brauchen wir sowieso. So. So, jetzt haben wir auch schon wieder ein bisschen mehr Leben, dass man da nicht immer so mega aufpassen muss, dass man nicht runterfällt. Das ist schon ganz gut. So. Äpfel wären so toll. Habe ich denn. Das Knochenmehl habe ich jetzt auch verloren gehabt beim Creeper, ne? Ach nee, da. Ja, gut, dass ich immer so viel auspacke. Ja, Kobbel packe ich erstmal aus. Wir müssen zwar noch die eine Mauer machen, aber die kriegen wir auch so hin. Aber Diorit, Granit meine ich natürlich, das können wir mitnehmen. Dann können wir uns auch noch ein paar Leitern machen. So, und wir machen uns einen Zaun, dass uns die Elfriede nicht immer alles kaputt macht. So, sechs Zäune, ach, das reicht nicht. Dann nehmen wir ein paar mehr. Neun. Neun. Machen wir 12. Wir haben es ja. So, und dann machen wir uns natürlich auch noch ein Tor.
So. Fackeln habe ich genug. Setzling brauche ich jetzt erstmal nicht. So, dann hoch mit uns. Ach so, anpflanzen kann. Da lag ein Apfel. Ich hab ihn gesehen. Holen wir uns sofort. Sogar zwei Äpfel. Auch wie cool. Dann kann ich gleich mal nochmal einmampfen. So. Und dann machen wir hier das Ganze Elfriede sicher. Fünf habe ich nur. So. Erstmal Elfriede sicher. Nächsten Tag müssen wir dann da weiter anbauen. So, ja, komm, machen wir noch mal einmal hier. In der Hoffnung, dass da noch ein bisschen was rausfällt. Ah, nur einer. Das ist echt wenig, ne, was da so rauskommt. Und da packe ich jetzt dann noch Licht ordentlich hin. Ja, jetzt bräuchten wir natürlich noch Wasser oder sowas, ne? Aber das haben wir jetzt noch nicht. Gut, wir lassen das mal wachsen. Schauen wir mal, ob das dann auch was bringt. So, Setzling haben wir auch wieder. Da können wir nochmal Bäume pflanzen. So. Gut. Na, so langsam kriegen wir hier oben auch ein bisschen mehr Platz, ne, um da Zeug anzupflanzen. Also langsam wird's. Also, das verrottete Fleisch will ich jetzt eigentlich im Moment gar nicht essen, weil ich kein Dings hab. Keine Milch, kein Eimer. Ich kann keinen Eimer machen. So, jetzt machen wir noch ein paar Leitern. Und dann gehen wir wieder nach unten. Das lasse ich natürlich alles hier. Will ich gar nicht mitnehmen. Nicht, dass da wieder uns Monster erwarten, ich draufgehe und wir wieder alles verlieren. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Es würde mich nicht wundern, wenn hier doch dann mal das eine oder andere noch spawnt. So, wir müssen jetzt da auf die Mauer. Ich würde ganz gerne das fertig machen. Ich nehme einfach hier das Granit mal raus. So. Zack. Gut. Und dann können wir nämlich uns hier hoch bauen. Naja, zumindest ein bisschen. Wenn man mehr Kobbel hätte, bauen wir uns erstmal darüber. Und machen hier die Wand schön. Ach Gott, also Eisen wäre wirklich toll, wenn das irgendwo hier mal zwischen sein könnte. Das wäre sehr, sehr schön. So, hatten wir eigentlich einen Punkt, bis wo wir in die Richtung hier wollten? Noch nicht, oder? Ja. Immer noch mal ein bisschen Granit. Aber vielleicht erstmal bis hier. Ich denke, das sollte erstmal reichen, vielleicht. Ja, doch, das reicht. Mal da einmal hoch. Das da einsammeln.
So, dann wollen wir doch mal schauen. Dass wir das Stückchen hier noch wegkriegen dann. Dann sammeln wir das alles hier nochmal eben ein. Nein, nicht darunter springen. So, okay. Und dann können wir eigentlich hier jetzt auf die Mauer der Theorie. Genau. So, hier komme ich nicht weg. Warum nicht? So. Ja, sehr schön. Also dann sind wir doch. Genau. Und wir machen das jetzt genau bis hier hoch. Ah, jetzt ist es runtergefallen. So. Also genau bis hier. Ich denke, das ist eine gute Sache. Dann haben wir das genau auf, ja, auf Lagerbodenhöhe quasi. Hier kann man dann noch eben das hier wegnehmen. Den Rest füllen wir dann einfach auf. Und dann sollte das ganz gut passen. So, jetzt müssen wir nur hier irgendwie wieder wegkommen. Das ist gerade ja gar nicht so einfach. Obwohl, wir können hier einfach lang. Das ist gut. Können wir hier nämlich schon zumachen. Da würde ich noch mal eine Fackel reinhängen. Nur, dass da ganz sicher auch nichts passieren kann. Okay. Ah, das habe ich jetzt verkehrt hier. Ich erst da oben einen hinsetzen. So, genau. Und dann die zwei Granit und dann haben wir das auch schon. Dann gucke ich mal, ob ganz unten noch was liegt. Das würde ich nur einsammeln. Das, was jetzt überall so ein bisschen verteilt liegt, ja, das lassen wir erstmal so. Okay, so, dann würde ich jetzt so ein bisschen Licht hinmachen und dann erstmal den Part beenden. Im nächsten Part machen wir da oben weiter. Wir haben jetzt ja schon ein Stück da ganz schön glatt gemacht. Das sieht gut aus und machen dann schon mal die ersten Plattformen, würde ich sagen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.